Hacker nehmen die Kryptoindustrie ins Visier. Nordkoreanische Cyberkriminelle greifen gezielt Mitarbeiter der Kryptobranche an. Das FBI hat dazu eine offizielle Warnung herausgegeben, dass US-Unternehmen zunehmend ins Visier der Hacker geraten könnten. Nordkoreanische Hacker nutzen hochgradig maßgeschneiderte und schwer zu entdeckende Social Engineering-Kampagnen gegen Kryptounternehmen. Zu den Hacker-Methoden gehören Imitation vertrauenswürdiger Kontakte, Fake-Jobs und der Einsatz von Malware. Das FBI fordert Kryptounternehmen auf, strenge Sicherheitsmaßnahmen wie Multifaktor-Authentifizierung zu ergreifen. Kryptoinvestoren sollten ihre Coins selbst verwahren, am besten in Hardware-Wallets von Ledger, Trezor oder Bitbox. In den letzten 6 Jahren hat Nordkoreas Hackerarmee über 3 Milliarden US-Dollar gestohlen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.